Heute gibt's wieder zwei Spiele zum Preis von einem. Zum einen gibt's mit Slay the Spire ein Kartenspiel, das bereits auf PC und PlayStation 4 erschienen ist und seit ein paar Wochen nun auch auf der Switch sein Unwesen treibt und auf einmal wieder in aller Munde ist. Zum anderen gibt's mit Nightcall ein düsteres Adventure, bei dem ihr als Taxifahrer Serienmörder überführen müsst. Doch ist das so spannend, wie es sich anhört? Slay the Spire ist schon seit geraumer Zeit für PC raus. Warum also ist es bei mir jetzt erst ein Thema? Nun, weil diese Art von Spiel schwer zu zeigen ist, denn wirklich viel passiert auf dem Bildschirm nicht. So kann schnell der Eindruck entstehen, dass diese Titel eher langweilig sind, auch wenn das nicht der Fall sein mag. Hinzu kommt, dass ich in der Regel kein Fan von Kartenspielen bin. Meistens finde ich sie zu fad und die ganze Sache mit Mikrotransaktionen nerven mich. Nicht so bei Slay the Spire. Was ihr bekommt, ist eine Mixtur aus Roguelike und Kartenspiel. Heißt, bei jedem Durchgang warten andere Gegner auf euch. Das ist auch gut so, denn so bleibt das Spiel frisch und man kann es nicht auswendig lernen. Die Taktik der eigenen Karten rückt in den Vordergrund. Letztendlich geht es im Spiel nämlich um genau das: Kartenkämpfe. Ihr habt ein Deck und seht euch immer wieder Feinden gegenüber. Erst seid ihr dran, dann diese. Ihr könnt zum Glück sehen, ob die Feinde als nächstes direkt angreifen werden oder eventuell versuchen, Magie zu wirken. Dementsprechend könnt ihr darauf reagieren. Lieber mit aller Macht angreifen oder doch lieber ein paar defensive Karten spielen, die den Angriffswert blocken? Die Karten sind vielfältig und bringen allerlei Boni und Wirkungen mit sich. Zum Beispiel, dass ihr eventuell nur 3 Schaden macht, dafür aber den Angriff des Gegners für die nächsten Runden schwächt, was wiederum heißt, dass ihr eventuell nur 1 statt 2 defensive Karten spielen müsst, um euch zu schützen. Pro Runde habt ihr 3 Kartenpunkte. Stärkere Karten beanspruchen auch gerne mal 2 oder 3 Punkte für sich, was natürlich heißt, dass ihr weniger Karten pro Runde spielen könnt. Was folgt, ist ein taktisches Abwägen, welche Karten in welcher Situation den maximalen Effekt haben. Einfach nur wild drauf raushauen wird nichts bringen. Gewinnt ihr den Kampf, könnt ihr euch eine neue Karte für euer Deck aussuchen, die wieder eigene Boni und Effekte mit sich bringt. Nach und nach schaltet ihr auch neue spielbare Figuren frei, die sich dann auch anders spielen und andere Vorzüge haben. Slay the Spire kostet zwar um die 25 Euro, hat dafür keine Mikrotransaktionen, ist es definitiv wert, gespielt zu werden und hat auch mich Skeptiker überzeugt. Einen Multiplayer-Modus gibt es hier nicht. Nightcall hat nichts mit dem grandiosen Lied von Kavinsky zu tun, das man aus dem Film Drive kennt, ist storytechnisch aber gar nicht so weit davon entfernt. Als Taxifahrer in Paris cruist ihr durch die Nacht und transportiert Gäste. Das ist aber nur ein Teil des Spiels. In Nightcall gibt es mehrere Fälle, die ihr lösen müsst, die immer in Zusammenhang mit einem Serienmörder stehen. Beim Fall Nummer 1, The Judge, seid ihr anfangs selbst gerade mal so noch mit dem Leben davongekommen und beinahe vom Serienmörder erwischt worden. Dennoch zieht es euch Monate später wieder auf die Straße. Nun sollt ihr Informationen für die Cops sammeln. Nebenbei müsst ihr aber noch eurem Job nachgehen und Geld verdienen. Was sich spannend anhört, ist allerdings leider recht langweilig. Nach knapp 2 bis 3 Stunden habe ich keine Lust weiterzuspielen. Die Gespräche mit Gästen sind einfach zum großen Teil fad und wenig interessant. Eure Handlungsfreiheit ist auch ziemlich beschränkt. Am Ende eines Tages könnt ihr dann Hinweise untersuchen, die dann auf einer Tafel mit verschiedenen Verdächtigen in Zusammenhang gebracht werden. Wobei Untersuchen eine Übertreibung ist. Ihr klickt eine Akte an und alle Infos davon werden dann auf der Tafel eingeblendet. Aber auch das passiert irgendwie eben alles automatisch. Das ist einfach lahm. Am spannendsten wird das Spiel, wenn es unsere eigene mysteriöse Vergangenheit andeutet oder eben direkt auf den Serienmörder eingeht. Das passiert aber viel, viel zu selten. Kann schon sein, dass dann noch ein großer Knall kommt und das alles in einem Feuerwerk der Spannung kulminiert. Ich habe nach den paar Stunden allerdings aufgehört, weiterzuspielen. Hier sieht man meines Erachtens eindeutig, wie man eine spannende Prämisse nicht umsetzen sollte. Außer das Ziel des Spiels war es, die langweilig monotonen Nächte eines Taxifahrers an einem Montagabend zu zeigen. Dann hat Nightcall alles richtig gemacht.
Slay the Spire und Nightcall, zwei Spiele, die bei oberflächlicher Betrachtung eher unspektakulär wirken. Im Falle von Nightcall ist das leider auch absolut treffend. Schade, denn gerade Serienmörder und Pariser Nachtflair hätten eine tolle Kombo sein können. Macht aber nichts, so habe ich mehr Zeit, um eine Runde Slay the Spire spielen zu können. Ein Spiel, das taktisch top ist und unglaubliches Suchtpotenzial hat.